Ja, der hat den Training Day nicht überlebt. Tag 14. Also Verbrecherrate der Stadt um 31% gesunken. 31% gestiegen, Entschuldigung. Neffe des Bürgermeisters König. Ja, das ist, wenn man mit dem Auge irgendwo anders hinschielt, das ist so. Bauern melden Rekordernte, cool. Ja, von den ganzen menschlichen Düngern, die verarbeitet werden wahrscheinlich. Neffe des Bürgermeisters kündigt an, Leiter der Feuerwehr und der Polizei zu werden? Ja, aber nur über meine Leiche, Keule. Na toll. Ja, dann los. Scheiße. Sind hoffnungslos unterlegen. So, sind ein paar neue. Nee. Nehmen wir ihn hier mal. Singen. Mein Anteil. Wovon das denn? Nicht automatische Waffen. Ah, teilen wir mal mit allen auf. Das ist sicherer. Die Oma. Das kann doch nicht sein, dass sie besser ist als Peter. Ja, komm her. In die B-Schicht. Du kommst auch in die B-Schicht. Ich sag dir, wir gehen noch Game Over. Wenn es das geht bei dem Spiel. Oh. Ja! Jetzt bin ich irgendwie gerade. Ich habe 4 Polizisten. Willst du mich verarschen? Kann ich nicht machen. Dann muss ich die Gangster leider auf den Trockenen lassen. Ich weiß ja noch nicht mehr, ob ich mit 4 Polizisten überhaupt den Alltag regeln kann. Angestellt schon wieder? Wahrscheinlich wohl ein anderer sein. Turbo Nitro Automat. Hören wir mal an. Jetzt ist im Augenblick gerade wirklich Polizei vorbei. Ist ja geil. Siehst du? Jetzt habe ich einen Zuckerflash und habe voll Hunger auf diese echt herb schmeckenden Bonbons hier. Weil einfach Zucker drin ist. Da sieht man mal, wie lange ich keinen Zucker gefressen habe. So, Stadtverwaltung 2. Bürgermeister, ich schicke mir ein paar Männer zur Schwinsche. Na, hoffentlich kommen die nochmal wieder. Wir haben so Probleme, die Stadt war das, wa? Naja, unsere Beamte unverletzt. Ich glaube, der war nicht mehr gut, Alter. Der hat auf jeden Fall jetzt einen anderen Geschmack entwickelt. Hier wird jede Nacht jemand erschossen. Ein Zeuge berichtet, dass ein Mann auf der Straße Waffen aus dem Kofferraum seines Autos verkauft. Verstärkung, aber die beiden Schönlinge mit der guten Stimme werden definitiv wahrscheinlich nicht kommen. SWAT und Mannschaftswagen gingen ein. Habe ich denn gesagt? Da schon wieder!
Was ist das denn? Ich zieh mich zurück und löse den Fall. Irgendwas stimmt mit dem Spiel nicht. Also da sollen sich jetzt mal die Feministinnen im Spiel mal sowas von nicht beschweren. Ich regle hier den ganzen Alltag mit zwei Frauen. Feuergefecht, ein Dockarbeiter, der... Oh. 2, 4, 6, 8 plus... Boah, Swat und Ding. Da könnt ihr alleine regeln, da schicke ich hier lieber... Es gibt Abzüge in der B-Note. Silos. Schon wieder der Biber? Was will er denn? Tut mir leid, dass ich... Ja, ich kann sowieso nichts machen, sorry. Die Platten sind weg von dir. Täter sind kommen, keiner wurde erschossen. Glück gehabt! Ein ehemaliger Psychopatient. Loboka Clark. Loboka Clark hat die Polizei angerufen, weil ein Verrückter seine Leute belästigt habe. Leute, wird ein Mörder unterwegs, der nichts zurückschränkt. Ein Verrückter, der anruft. Es könnte auch wahr sein. Ich glaub's nicht. Die Musik hat aufgehört. So viel Zeit muss sein. Und so viel Zeit muss sein. Hatte ich das Lied nicht hin können schon? Egal. Fehlalarm. Okay, der Verdacht wurde von eingestellt, er hat sein Kostüm erregt. Alles klar. Glück gehabt. Oh, 23 Uhr. Noch 4 Stunden, dann haben wir es geschafft. In 30 Sekunden ist vorbei. Oder in einer Minute. Keine Ahnung, wie lange der Tag dauert. Neue Infos. Ja, dann würde ich mal sagen, können wir die Beweise erstmal wegnehmen. Wir haben endlich ein schwarzes Auto. Ah, die Reihenfolge stimmt bestimmt nicht. Dann würde ich mal sagen, erstmal ihn und dann ihn. Wahrscheinlich kann das nicht selber platzieren. Okay, ich glaube mal, die können wir echt wegschmeißen. Obwohl es mehr rote Autos, also es sind mehr rote Fotos als schwarze Fotos. Naja. Abwarten. Mal gucken, was passiert. Glück ab. Tag vorbei. 3 zu 2. Na, wir holen auf die Waage. Ich muss definitiv die Leute neu einsortieren.